30. Januar 1933. Adolf Hitler wird zum deutschen Reichskanzler ernannt und das NS-Regime beginnt rasch, die Bürger- und Menschenrechte einzuschränken, vor allem von Juden und anderen Personen, die als Staatsfeinde gelten, und eröffnet das erste Konzentrationslager, Dachau, in der Nähe von München. Das Regime hat es nicht nur auf Juden und politische Gefangene abgesehen, sondern auch auf Deutsche mit afrikanischen Wurzeln, die trotz ihrer relativ geringen Zahl in Deutschland diskriminiert und verfolgt wurden. Obwohl die Nazis kein systematisches Vernichtungsprogramm für Schwarze haben, wird eine unbekannte Zahl von ihnen in Deutschland und den von Deutschland besetzten Gebieten sterilisiert, eingekerkert oder ermordet. Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg, als die deutschen Führer im Wald von Compiègne in Frankreich den Waffenstillstand unterzeichneten. Die Einführung neuer Waffen wie des Maschinengewehrs und von Kampfgas führte zu enormen Verlusten und der Krieg forderte das Leben von 10 Millionen Soldaten. Die Verluste an Eigentum und Industrieanlagen waren katastrophal. Infolgedessen erlegten die Siegermächte den besiegten Mächten eine Reihe von Reparationsabkommen auf. Zu diesen Verträgen gehörte der Versailler Vertrag von 1919, in dem Deutschland die Verantwortung für den Ausbruch des Krieges übernimmt und für massive materielle Schäden einstehen muss. Der Vertrag erlegte den Deutschen harte Strafen auf, darunter den Verlust von 13% ihres Vorkriegsterritoriums, umfangreiche Reparationszahlungen und die Entmilitarisierung des Rheinlands, das nach dem Ersten Weltkrieg von den siegreichen Alliierten besetzt worden war. Unter den Besatzungstruppen waren auch schwarze Soldaten aus den Kolonien, was die rassistischen Vorurteile gegen Schwarze noch befeuerte. In der rassistischen Propaganda wurden schwarze Soldaten als Vergewaltiger deutscher Frauen und Überträger von Geschlechtskrankheiten und anderer Infektionen verunglimpft. Die deutsche Presse bezeichnete die Kinder schwarzer Soldaten und deutscher Frauen abfällig als rheinische Bastarde. Die Nazis sahen in Kindern mit einem afrikanischen und einem deutschen Elternteil eine Bedrohung für die Reinheit der germanischen Rasse. In seiner Autobiografie Mein Kampf von 1925 sagte Adolf Hitler: Die Juden hatten die Neger ins Rheinland gebracht, mit dem klaren Ziel, die verhasste weiße Rasse durch die zwangsläufig daraus resultierende Bastardisierung zu ruinieren. In den 1920er Jahren reisten einige Afroamerikaner in die Weimarer Republik, wie das Deutsche Reich von 1918 bis 1933 genannt wurde. Während dieser Zeit konnten sie ungehindert in Restaurants essen, in Hotels übernachten, ins Theater gehen und auf öffentlichen Plätzen auftreten. Nach der Machtübernahme durch die Nazis im Januar 1933 war Deutschland für Afroamerikaner jedoch nicht mehr sicher. Das deutsche Naziregime war explizit rassistisch und lehnte die afroamerikanische Kultur, wie zum Beispiel den Jazz und die Swingmusik, die zu dieser Zeit immer beliebter wurden, vehement ab. Während des Naziregimes wurden Afrodeutsche in der deutschen Gesellschaft an den Rand gedrängt, sozial und wirtschaftlich isoliert. Sie durften keine Universität besuchen und waren von vielen beruflichen Positionen ausgeschlossen. Afrodeutsche wurden nicht nur aus rassistischen, sondern auch aus politischen Gründen verfolgt. So auch im Fall von Hilarios Gilges, einem 1909 geborenen Tänzer und kommunistischen Aktivisten aus Düsseldorf. Gilges war einer der wenigen schwarzen Deutschen, die vor dem Ersten Weltkrieg im Land geboren wurden und trat Mitte der 1920er Jahre der kommunistischen Jugend Deutschlands bei. Wegen seiner radikalen politischen Haltung wurde er 1931 verhaftet und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung im Jahr 1932 war er weiterhin als kommunistischer Aktivist tätig. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 versuchte Gilges unterzutauchen, was jedoch aufgrund seiner Hautfarbe schwierig war. Im Juni 1933 wurde er verhaftet und am folgenden Tag wurde seine Leiche unter einer Brücke gefunden. Bei den Tätern, die Gilges ermordeten, handelte es sich vermutlich um 6 Mitglieder der Gestapo, der deutschen Geheimen Staatspolizei und der SS. Bis Ende 1937 hatte die Gestapo insgeheim viele Afrodeutsche festgenommen und zwangssterilisiert. Einige wurden medizinischen Experimenten unterzogen, andere verschwanden auf mysteriöse Weise. Kinder waren keine Ausnahme. Die Nazis ließen eine Gruppe afrodeutscher Kinder zwangssterilisieren, die sie abschätzig als Rheinland-Bastarde bezeichneten. Die meisten dieser Kinder waren Nachkommen der französischen Kolonialtruppen aus Afrika, die nach dem Ersten Weltkrieg im Rheinland stationiert waren. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen.
Als Reaktion auf die japanische Bombardierung von Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 erklärten die Vereinigten Staaten Japan den Krieg und vier Tage später, am 11. Dezember, reagierte Adolf Hitler darauf mit einer Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Infolgedessen wurden viele amerikanische Bürger, darunter auch einige Afroamerikaner, in ganz Deutschland und dem von Deutschland besetzten Europa als feindliche Ausländer interniert. Dies geschah auch Josef Nassi, einem schwarzen Porträtmaler jüdischer Abstammung, der einen US-Pass besaß. 1942 wurde Nassi im besetzten Belgien als feindlicher Ausländer verhaftet. Anschließend wurde er interniert und 7 Monate lang im Durchgangslager Beverlo festgehalten. Später wurde er nach Deutschland überstellt, wo er den Rest des Krieges im Internierungslager Laufen und dessen Außenlager Tittmoning, beide in Oberbayern, zubringen musste. Bis Anfang 1945 wurden 850 Männer mit amerikanischen und britischen Pässen, darunter ein Dutzend Schwarze, in Laufen und Tittmoning interniert. Die Bedingungen in diesen Lagern waren wesentlich besser als in den Konzentrationslagern. Während seiner 3-jährigen Gefangenschaft schuf Nassi ein einzigartiges visuelles Tagebuch mit mehr als 200 Gemälden und Zeichnungen. Der Lagerkommandant ermutigte Nassi sogar zu malen und anderen Internierten Kunstunterricht zu erteilen. Viele von Nassis Werken schildern das tägliche Leben in den Internierungslagern. Seine Lagerlandschaften vermitteln die erdrückende Verzweiflung der von Wachtürmen überwachten und von Stacheldraht umschlossenen Gefangenen, deren Emotionen sich in den intensiv gemalten Himmeln widerspiegeln. Andere Werke vermitteln einen Eindruck vom Alltag der Häftlinge, die scheinbar normalen Tätigkeiten wie Lesen, Hausarbeit oder Musizieren nachgehen und dabei eine Mischung aus Resignation und Entschlossenheit zeigen. Die Regeln der Genfer Konventionen, die Menschen wie Kriegsgefangene, Verwundete und Zivilisten schützen, die nicht oder nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, galten auch für die Bedingungen in den zivilen Internierungslagern, darunter Laufen und Tittmoning, wo Nassi von 1942 bis 1945 festgehalten wurde. Nassi und andere Gefangene wurden nicht zur Zwangsarbeit eingeteilt und hatten in der Regel genug zu essen, dank der Pakete des Roten Kreuzes, die die deutschen Brot- und Suppenrationen ergänzten. Die 3. US-Armee befreite Laufen am 5. Mai 1945. Nassi und fast alle Internierten in Laufen und Tittmoning überlebten den Krieg, darunter 50 Juden, die sich falsche Papiere beschafft hatten, um sich als britische, US-amerikanische oder südamerikanische Staatsbürger auszuweisen. Ein weiterer Gefangener in Tittmoning war der afroamerikanische Jazzpianist und Sänger Freddie Johnson. Mitte der 1930er Jahre verboten die Nazis jegliche ausländische und nicht-arische Musik in Deutschland, wie den Jazz, den die Nazis als entartet brandmarkten. Im Dezember 1941 wurde Johnson im von den Deutschen besetzten Amsterdam verhaftet und im Kriegsgefangenenlager Tittmoning interniert. Trotz der menschenunwürdigen Zustände in den Lagern im besetzten Europa waren hin und wieder Jazzklänge zu hören. Vielen half ihr musikalisches Können, einen weiteren Tag zu überleben. Im Februar 1944 wurde Johnson im Rahmen eines Gefangenenaustauschs aus dem Lager entlassen. Im nahegelegenen Konzentrationslager Dachau, wie auch in anderen Lagern im deutsch besetzten Europa, galten die Regeln der Genfer Konventionen jedoch nicht. Dort wurden die Gefangenen brutal als Zwangsarbeiter ausgebeutet und viele starben an Erschöpfung, Hunger und anderen unmenschlichen Bedingungen. Den Schwarzen, die im Zweiten Weltkrieg als Angehörige der alliierten Streitkräfte gegen Nazi-Deutschland kämpften und gefangen genommen wurden, erging es weitaus schlechter als denjenigen in zivilen Internierungslagern. Schwarze Kriegsgefangene wurden von den deutschen Militärs, die sich nicht an die Bestimmungen der Genfer Konvention hielten, eingesperrt und misshandelt. Schwarze Soldaten der amerikanischen, französischen und britischen Armee wurden bei Bauarbeiten zu Tode geschunden oder starben an den Folgen von Misshandlungen in Konzentrations- oder Kriegsgefangenenlagern. Andere wurden nie inhaftiert, sondern sofort von der SS oder der Gestapo ermordet. Trotz der Rassentrennung dienten während des Zweiten Weltkriegs mehr als 1 Million Afroamerikaner in den US-Streitkräften. Einer von ihnen war Benjamin O. Davis Jr. Während des Zweiten Weltkrieges war Davis Kommandeur der 99th Fighter Squadron und der 332nd Fighter Group, die Bomber bei Luftkampfeinsätzen über Europa begleiteten. Davis flog 60 Einsätze in Mustang-Kampfflugzeugen und war einer der ersten afroamerikanischen Piloten, die im Kampf eingesetzt wurden. Davis überlebte den Krieg und wurde der erste afroamerikanische Brigadengeneral in der US-Luftwaffe. Einige afroamerikanische Angehörige der US-Streitkräfte waren Befreier und Zeugen der Gräueltaten der Nazis.
In den Lagern fanden sie Berge von nicht begrabenen Leichen und Baracken voller toter und sterbender Gefangener. Nach Monaten und Jahren der Misshandlung, des Verhungerns und der Zwangsarbeit benötigten die wenigen überlebenden Häftlinge sofortige Hilfe. Ein solcher Zeuge der Nazi-Gräueltaten war Leon Buss, ein afroamerikanischer Soldat, der im April 1945 zu den US-Truppen gehörte, die das Konzentrationslager Buchenwald befreiten. Leon Buss sagte später: "Von dem Tag an, an dem ich durch die Tore des Konzentrationslagers Buchenwald ging und sah, was ich sah, kann ich nicht mehr sagen, dass ich gefühllos gegenüber menschlichem Leben bin. Als ich im April 1945 durch diese Tore ging, war ich völlig unvorbereitet auf das, was ich sah. Und ich sah, was ich heute als wandelnde Tote bezeichne. Ich sah dort Menschen, die geschlagen, ausgehungert, gefoltert und so misshandelt worden waren, dass sie nur noch menschliche Skelette waren. Sie waren nur noch Haut und Knochen und hatten diese Skelettgesichter mit den tiefliegenden Augen und ihre Köpfe waren glatt rasiert. Und sie standen da und hielten sich aneinander fest und sie waren so dünn. Und ich sagte zu mir: Mein Gott, was ist das? Das ist eine Art Wahnsinn. Wer sind diese Leute? Was haben sie getan, das so falsch war? Und da fand ich heraus, dass sie Juden waren, Zigeuner, einige waren Zeugen Jehovas, sie waren Gewerkschafter, sie waren Kommunisten, sie waren Homosexuelle. Es gab so viele verschiedene Gruppen, die von den Nazis in diesem Lager untergebracht wurden. Und was haben die Nazis als Maßstab dafür genommen, wer dorthin kommen sollte? Sie sagten, dass die Menschen, die nicht gut genug waren, die Menschen, die minderwertig waren, dass sie ausgesondert werden konnten. Sie sehen also, was ich meine. Segregation, Rassismus kann zum Schlimmsten führen, zu dem, was ich in Buchenwald gesehen habe. Mit Ausnahme der weißen Offiziere bestand das 183rd Engineer Combat Bataillon, dem Leon Buss angehörte, ausschließlich aus schwarzen Soldaten. Nachdem sie weltweit für die Freiheit gekämpft und die Demokratie verteidigt hatten, kehrten die afroamerikanischen Soldaten 1945 nach Hause zurück und sahen sich mit den immer noch bestehenden Vorurteilen und immer noch gültigen Jim Crow-Gesetzen konfrontiert, die die Apartheid legalisierten. Die Rassentrennung in den Streitkräften der Vereinigten Staaten wurde erst 1948 offiziell aufgehoben. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.